Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel hier. Und ja, dieses Kapitel ist natürlich stark geprägt vom European Cyber Security Month. Eigentlich nur einen Monat im Oktober, und zwar der Europäische Cybersicherheitsmonat. Ja, tatsächlich sind die Aktionen allerdings vom 15.09. bis zum 15.11. und ich werde diese Zeit auch natürlich ausnutzen. Denn dieser Kanal hier ist natürlich vor allem auch eine gute Quelle für IT-Security. Und ja, ich sag ungern Cybersicherheit, weil irgendwie Cyber, Cyber, Cyber und so weiter. Wir werden weiterhin IT-Security natürlich machen. Und ja, wir wollen uns in diesen zwei Monaten, also vom 15.09. bis 15.11., alles Mögliche angucken auf meinen beiden Kanälen. Das heißt, schaut auf jeden Fall auch beim Vlog-Kanal vorbei. Dort werden die Themen ein kleines bisschen mehr spielerisch sozusagen sein. Es sind deutlich weniger Themen natürlich, weil sie auch sehr viel mehr Aufwand sind als die Videos auf diesem Kanal. Aber wir wollen auch natürlich uns hier einige Tutorials angucken. Sehr viele Hashtag Real Talks wie diesen hier machen. Und das heißt, wir wollen klären, was zum Beispiel ihr tun könnt, um euch privat abzusichern. Das heißt, was könnt ihr tun, um mehr Security bei euch zu haben? Was könnt ihr tun, um zum Beispiel Hacking zu verhindern gegen euch, also als Privatperson? Was könnt ihr tun, falls ihr gehackt wurdet? Wie könnt ihr sowas erkennen und wie könnt ihr dagegen vorgehen? Wir wollen aber natürlich auch drüber reden, wie sich Unternehmen absichern können. Das heißt, ihr wollt zum Beispiel eine Website hosten und wisst nicht genau, wie ihr in die Security reinkommt. Oder was ihr damit Security macht, weil ihr zum Beispiel kein Budget habt oder sowas. Das wollen wir hier abklären. Wir wollen uns aber auch damit beschäftigen, was für Berufsbilder gibt es. Was könnt ihr eigentlich alles machen in Security? Bisher haben wir ja hauptsächlich uns auf Ethical Hacking, also Pentesting, gestürzt sozusagen, weil das natürlich auch am beliebtesten ist erstmal. Aber natürlich gibt es da sehr, sehr viel mehr und manche Bereiche könnten euch vielleicht sogar noch besser gefallen. Wir wollen uns natürlich auch nochmal mit dem Thema Hacking ein bisschen beschäftigen und Anonymität gehört für mich auch immer da dazu, also das heißt Datenschutz und Anonymität quasi, dass man so ein bisschen, ja, sich selbst schützt auch für die Außen- oder gegen die Außenwelt. Im Endeffekt, ich habe ja schon sehr, 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 sehr viele Videos, die ihr alle bei mir finden könnt, wenn ihr auf meinen Kanal klickt. Also, wenn ihr das Video gerade guckt, es gibt einen Kanal-Link sozusagen. Da kann man draufklicken und da sind dann alle meine Playlists aufsortiert, ja. Da könnt ihr erstmal reingucken, das ist ein super Einstiegspunkt, aber ich kann verstehen, wenn das für euch mittlerweile einfach zu viel geworden ist, weil es halt wirklich ein komplettes Informatikstudium ist, was ich hier anbiete, teilweise sogar noch mehr. Und ja, deswegen ist es vielleicht ein bisschen zu krass, deswegen will ich mit euch hier so ein bisschen die Zusammenhänge klären, okay? Was müsst ihr tun, wenn ihr was machen wollt? Was sind zum Beispiel die wichtigsten Tools im Ethical Hacking oder im Pentesting? Wie könnt ihr damit Geld verdienen? Solche Sachen wollen wir hier alle klären. Okay, das soll es als kleine Intro auch schon mal gewesen sein. Ich verlinke euch natürlich in der Kommandozeile, beziehungsweise nicht in der Kommandozeile, sondern in der Beschreibung, dafür brauchen wir noch einen coolen Namen, verlinke ich euch alle Aktionen vom ECSM, also European Cyber Security Month, denn ich bin natürlich nicht der Einzige, der hier was macht. Ich werde das allerdings höchstwahrscheinlich am meisten dazu machen wahrscheinlich, aber ihr findet dort auch noch einige interessante Umfragen, ihr findet Studien teilweise, bei denen ihr mitmachen könnt und ihr findet teilweise auch noch hauptsächlich englische Ressourcen, wo ihr euch dann mal angucken könnt, was es sonst noch so gibt. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, wir wollen hier natürlich sehr, sehr viele Themen machen. Das heißt, euch werden hoffentlich, wenn ich es zeitlich irgendwie hinbekomme, ich kann es nicht versprechen, aber ich werde versuchen, meine Themen ein kleines bisschen mehr aufzulockern sozusagen. Das heißt, wir wollen mal gucken, ob wir vielleicht nicht nur die Tutorials machen, sondern auch mehr solche Infotalks hier. Und wir wollen vielleicht auch, nicht nur Tutorials machen, die in eine Serie reingehören, sondern auch vielleicht außerhalb von einer Serie stehen, aber mit Security irgendwie zu tun haben. Jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt dafür. Das heißt, wenn ihr irgendjemanden kennt, der definitiv mehr Security braucht, zum Beispiel eure Mama, eure Oma oder eure Geschwister oder wen auch immer, schickt die gerne her. In den nächsten paar Wochen, Monaten wird es auch für Anfänger Videos geben zu Security in diesem Zusammenhang, aber wie gesagt auch weiterhin natürlich für Unternehmen. Und jetzt bitte ich euch noch um eine Sache, und zwar schreibt mir in die Kommandozeile, / Kommentarzeile, was ihr an Videos seht wollt, was ihr definitiv braucht, was ihr überhaupt noch nicht verstanden habt und bitte keine ganzen Serien, okay, so eine Serie braucht sehr, sehr viel Zeit und die werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber so einzelne Videos sind wunderbar. Okay, dann war's das von meiner Seite und ja, ich würde sagen, viel Spaß und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.